Willkommen zurück zu Fallout. What the? Ah, ich dachte kurz, wieder Strong, der hier die Beete macht. Ich habe jetzt eine längere Zeit nicht mehr aufgenommen und habe komplett vergessen, was wir hier in Planung hatten, was wir hier gemacht haben. Wir sind hier auf jeden Fall schon mal gut versorgt, okay? Was haben wir denn? Was hatten wir denn vor? Wir wollten Quests abschließen, das weiß ich noch. Ah, Flughafen Boston zählt auch als. Stimmt, Flughafen Boston zählt auch als. Als Lager eben, ihr wisst schon, als Siedlung. Da kann man auch Leute einziehen lassen. Hab ich komplett vergessen. Wisst ihr was? Die Railroad-Quests, die sollten jetzt langsam mal rankommen. Und man kann vor Diamond City scheinbar bei einer Händlerin eine ultra krasse Waffe kaufen. Und zwar die Pray and Spray oder Spray and Pray. Die müssen wir auch noch irgendwie holen. Und wir sollen uns etwas leeren. Da drüben ist der Ding. Der ist direkt hier hinten dran, oder? Genau, da ist er. Das ist jetzt dieser... Hier kann man bauen, ne? Direkt, oder? Ja, kann man tatsächlich direkt. Es ist, glaube ich, ein recht kleines Areal. Es ist nur dieses Stück hier. Aber das macht nichts. Achso, jetzt habe ich hier niemanden hingeschickt. Bin ich ein Grasdackel. Ah! Hier ist ja nie im Leben genug, um die Scheiße zu bauen. Mal kurz... Die Rotoren des Rechners anschalten. Na, ja, ich vergesse es hier das mal. So, die Sachen, auf denen man sich nicht mehr setzen kann, die mache ich einfach direkt weg und den ganzen Scheiß hier. Und dann schicken wir ja gleich noch jemanden hin, damit die Siedlung auch einfach wieder entsteht und wächst und so weiter. Ich habe letztens während dem Thumbnail-Machen so ein bisschen Zeit gehabt und habe mir diverse Videos angeschaut, beziehungsweise sie im Hintergrund durchlaufen lassen, wie man die perfekte Siedlung baut, wie man die effizienteste Siedlung baut und so weiter und so fort. Die diverse Tipps und Kniffe. Wovon ich schon wieder die Hälfte vergessen habe natürlich, aber ich denke, siedlungsbautechnisch bin ich jetzt vielleicht gar nicht mehr so extrem weit hinten, wie ich die ganze Zeit war. Mit dem Scheiß. So, die Teppiche lasse ich mal, die sind irgendwie lässig. Die Bar können wir auch stehen lassen. So, so. Und hier und hier. Und das Sofa liegt auch rum. Wir haben hier eine Siedlung oder können hier eine Siedlung haben, in der man extrem chillig sitzen kann auf sehr vielen Plätzen. Da liegt noch einer rum. Die zwei stehen da einfach so blöd rum. Die brauchen wir auch nicht. Und dieser Angebergin kann auch mal weg. So, okay, perfekt. Ja, ist fürs Erste nicht schlecht, aber wir brauchen ja eh erstmal eine Verbindung. Dann nehmen wir einfach jemanden vom Slog. Ne, halt. Slog sind es nicht die... Ne, doch. Ich weiß nicht, wer Slog ist. Sind es diese ganzen Ghule? Falls ja, die sind ja eh alle am Keulen, ihr wisst schon, die machen das Futter dort, da kann ich die beiden abziehen. Vielleicht sind da ja mittlerweile neue. Aber ich glaube, ich meine dieses Kindertop oder so. Grey Kindertop oder irgendwas. Ich glaube, ich meine das, ja. Ja, leichter sollen wir auch werden, genau. Mir wurde mehrmals geschrieben, dass ich einfach viel zu viel... Ja, wir sind hier doch richtig. Also, falsch. Ich habe zu viel Scheiß dabei. Einfach zu viel Scheißdreck. Es müsste... Perfekt, da sind schon neue Leute. Ja, sehr gut. Du hast doch bestimmt nichts zu tun. Optimoppel. Du gehst... Flughafen. Ja, ja. Perfekt, dann ist die schon mal... Es gab ein paar Beschwerden über die Bettensituation. Ach so. Ja, geh du mal deine... Gott, wir haben nur 8 Bettchen. Ich fasse es nicht. Geh du mal auf deine Tour. Ich kümmere mich hier um die Bettensituation. So, Fatih macht das hier mal ganz locker. Kloppt ihr euch hier mal nicht nur eins... Nicht nur zwei, sondern... Na, es reicht. Das müsste eigentlich... Ja, legt euch doch mal hin. Genießt doch mal diesen Komfort. Tief im Herzen unterscheiden wir Ghule uns nicht großartig von allen anderen. Ja, das glaube ich auch. Ach, sehr gut. Die ist schon unterwegs. Optimal. Wir gucken mal in unser Inventar rein. Aber jetzt... obwohl, scheiß auf der Hund. Nee, ich glaube, die Sachen werden nicht überall gelagert. Haben wir schon festgestellt. Unser Haupthaus soll ja Spektakel Island werden. Ja, ich weiß es nicht. Lass mich mal nach Sanctuary, da habe ich immerhin schon die ganzen Container stehen, der ganze Kram. Und habe da auch schon angefangen, alles abzulagern in die Werkstatt. Ich werde jetzt noch ein bisschen was ablegen, damit wir dann insgesamt einfach leichter sind. Und was wir auch noch auf jeden Fall skillen müssen, ist dieser starke Rücken. Denn ab Level 4 oder sowas können wir trotz Überladung schnell reisen. Ich weiß nicht, ob wir uns trotz dessen auch dann schnell bewegen können, ich glaube nicht. Aber man kann trotz Überladung auch schnell reisen. Und das ist doch schon mal... Na, wisst ihr was? Wisst ihr was? Ich skill da mal direkt rein. Guck mal, wir haben 3 Level up. So. Und dann ist nämlich erstmal das Problem beseitigt mit diesem blöden Rumgetrage. Dann haben wir jetzt erstmal noch plus 50 Tragekapazität. Exactly. Dann. Wenn du überladen bist, kannst du... Egal, da müssen wir jetzt halt durch. Und dann, wenn du überladen bist, kannst du schnell reisen.
Was wäre das nächste eigentlich? Wo kann ich hier nächstes sagen auf Alt? So. Wenn du dann bist, kannst du das laufen. Okay. Ja, gut. Vorheriger Rang bitte. Dankeschön. Ich mach das jetzt einfach. Ja. So. Und schon müsste sich eigentlich unser Problem praktisch. Ach, Gammel Clara. Hallo. Ja, moin. Bei dir kann ich verkaufen. Carla. Wieder zurück? Zeit fürs Geschäft? Ja, immer. Handeln. Klar, ich schau's mir an. Wenn du was kaputt machst. Hat die irgendwas Cooles? Hat die zufällig diese Pain Spray? Nee, ne? Na, Pain Sprays von GTA, fällt mir gerade ein. Ne? So. Lass uns mal kurz, damit wir einfach diese Liste abarbeiten, mal vor Diamond City gehen. Da unten sind wir daheim. Wir gehen mal ins 8. Revier, laufen dann rüber und gucken kurz, ob diese Truller da ist, weil diese Waffe ist wohl die stärkste, die es gibt, oder eine der stärksten. Das ist irgendwie eine, wie habe ich mir das aufgeschrieben? Nicht, ich habe mir es nicht aufgeschrieben. Es ist wohl irgendwie ein Maschinengewehr oder sowas ähnliches, das halt Flammenmunition verschießt und irgendwie über 100 Schaden pro Schuss macht oder irgendwie so. Ich habe sowas schon öfter mal in Videos gesehen, dass jemand damit rumrennt. Jemand, der ultra aufgelevelt ist und ja, scheinbar das Spiel schon durchgespielt hat, der hat dann so eine Flammenmaschine, keine Ahnung, irgendwas hat er. So ein Assault Rifle, das Flammen schießt. Wir sind eh wieder kurz vor Level Up und wissen auch, glaube ich, noch gar nicht, in was wir als nächstes skillen sollen. Im Moment läuft das Spiel ja recht chillig, also beziehungsweise recht angenehm. Wir haben... Lass diesen Müll liegen, das ist Platzverschwendung. Wir haben den Schwierigkeitsgrad ja auch angehoben ein bisschen, dass wir es nicht allzu einfach haben. Wobei ihr mir gesagt habt, das war eh mein Fehler, weil ich mich in dem Moment halt auch einfach gerade in der Umgebung umgeschaut habe, in dem eben nur ganz, ganz low-levelige Gegner rumgelaufen sind. Da konnte ich dann nicht viel, natürlich nicht großartig mit Gegenwehr rechnen. Hier pennt diese eine Wache. Ah, sehr gut. Ich weiß nicht genau, wo diese Truller rumläuft. Falls derjenige, der ungefähr weiß, wo sie ist oder wo man sie finden kann, das hier sieht, wäre es nice, wenn du beschreiben könntest, wo man ungefähr stehen... Oh, shit. Ich geh mal kurz hin. Er ballert da um sich. Wahrscheinlich wieder... Okay. Die Bruderschaft ist hier. Wen greifen die an? Oder gegen wen verteidigen wir sich? Gegen Mutanten. Alles klar. Oh, einen direkten Mutanten-Beast. High-levelig auch noch. Ja, nice. Komm, ich geh mit dazu. Hallo, schnell wieder in First Person, bitte. Danke. Na, ich mach dir die weg, das passt schon. Bam! Ja, was hier? Das wird beim Mädchen nicht wehtun. Irgendwer hat hier nicht mehr so viel Munition. Was haben wir denn hier noch? Blut auf meinen Stiefeln. Oh, Blut auf den Stiefeln. Das ist wirklich bitter. Eine richtig leckere? Eine richtig... Feuert ein zusätzliches Geschoss ab. Nehmen wir mal mit. Das sieht nicht schlecht aus. Das müssen wir gleich mal vergleichen. Hört doch mal auf mich zu schießen. Wer schießt da eigentlich? Und warum ist jetzt gerade die Bruderschaft nicht mit am Schüsseln? Das ist doch immer noch einer von denen. Naja. Wer schießt da, hallo? Wähler. Ach, das ist eine Schrotflinte. Ich bin so dumm. Ich gebe nicht im Blick gehabt, dass das gerade ein Schrotflintchen ist, was ich da in der Hand habe. Au. Der ballert da hinter mir mit. Ah, das sind einfach die Kollegen. Okay. Was? Hallo. Boah! Er hat gefuttert. Woher? Wo schießt denn jetzt hin? Ach, das ist diese Butze hier, okay. Na, ich erinnere mich. Hier waren wir schon mal. Das hier haben wir schon mal alles freigemacht. Deswegen werde ich mich jetzt auch gar nicht weiter aufhalten und zurück nach Diamond City gehen. Die sollen sich ruhig alle umknallen. Ich weiß noch, wir waren dann da oben in dem Haus und sowas. Ne? Das passt schon. So. Wo war jetzt Diamond City da hinten, ne? Lelele. Ich muss auf die Karte gucken, ein bisschen links noch läuft. Exactly there. Das sind die großen Scheinwerfer. Jetzt gucken wir uns halt hier ein bisschen um, ob die hier irgendwo ist oder sind. Genau darüber. Und hier müsste dann diese Frau eigentlich irgendwo stehen oder rumlaufen. Was, what the fuck? Alter, mich stinge auch direkt. Warte mal, hier haben wir auch. Wir haben doch irgendwie die Hunde schon mal gekämpft. So weiß ich ja nicht, was stark die sind. Hier los. Wir müssen mal näher an das Geschütz ran, damit uns das helfen kann.
echt ein taktischer Nachteil, so weit wegzustehen. Reduziert den Schaden mit Blocken. Schießt jetzt auf das Geschütz oder auf den anderen Hund, der da noch rumdackelt. Ja, ich glaube, die Wahl hattest du wirklich nicht. Wo ist denn dieser Haupteingang von Diamond City? Ist der hier drüben? Da, wo wir die Piper auch getroffen haben. Ah ja, hier. Das ist es ja schon. Hier sind wir. Also ich nehme an, das hier ist vor Diamond City. Genau dieser Bereich hier. Okay. Da ist ein Augenbot. Ich gucke jetzt mal kurz hier oben, ob da jemand steht. Ah, vielleicht. Nein. Oh. Ja, moin. Hilfe. Kate, mach du das mal. Ich suche gerade jemanden. Kate. Nein. Da ist Good Neighbor, ne? Da drüben direkt. Krass, ist das nah. Ne, Hardware Town. Warum ist das so lustig beleuchtet? Das ist aber Hardware Town. Ja, das ist Hardware Town. Gut, hier ist schon mal niemand. Vielleicht ist da unten links jetzt noch... Ich dachte kurz, ich schieße in den Boden, aber das sind die Cackalacks. Wie fühlt sich das an, von einem Mädchen in den Arsch getreten zu werden? Ach, Kate. Musst du dich immer selber treiben. Da steht jemand da links. Ein weiteres Geschütz. Also ich laufe noch kurz drum herum, aber wenn sich jetzt nicht direkt was findet, werde ich jetzt erstmal dann wieder Richtung Dingenskirchens gehen, dem Pfad, der, ihr wisst schon, was folgen. Ah, ich glaube, Alter. Oh. Hallo? Ich glaube, hier unten ist auch eine krasse Sache am Laufen. Ich hatte da irgendwas in Erinnerung, dass man bei Diamond City in so ein Ding gehen konnte, in so einen Abwasserkanal. Da war dann irgendwas, irgendeine krasse Story dahinter. Aber ich weiß nicht mehr genau, was es war. Okay, das sind einfach weitere Kämpfer, aber ich gehe jetzt hier nicht auf den Kampf ein. Einfach wieder zurück. Guck da hinten noch. Hinterin? Nein? Ist da hinten jemand? Ah. Was haben wir hier noch für Ruhe? Ah, das ist unter der Tribüne. Nee, aber hier sehe ich jetzt echt niemanden. Oh, hallo. Ich weiß nicht, ob man da arg lange jetzt suchen müsste oder stehen müsste oder sowas. Also da habe ich jetzt natürlich keinen Bock drauf. Wir sind jetzt gleich wieder auf der Seite, wo das Polizeirevier war. Das da vorne ist auch nur wieder ein Polizist, beziehungsweise halt eine Wache. Ah, hier sehe ich irgendwie nichts. Ah, es freut mich, dass wir diesen starken Rücken geskillt haben. Nope. Okay. Drüben läuft jemand, aber das ist bestimmt auch... Ja, ist auch so ein Polizist. Alles klar, dann machen wir jetzt mal den Freedom Trail. Wir müssen ihn nur wieder finden. Ich habe die Schwierigkeit bestand... Stand letztes Mal darin. Wartet mal kurz, wo ist denn diese ultrakraffe Überwaffe jetzt eigentlich? Das ist unsere, das ist unsere gerade. 35. Guck mal hier, die macht 51. Ist genau dasselbe. Was, warum ist die so stark? Haben wir unsere nicht schon, also fast komplett aufgeskillt? Naja, ganz klar, dann nehmen wir die hier. Die haben wir, glaube ich, auch auf Q. Haben wir die, genau, das ist die ganz da vorne. Also ersetze ich die damit direkt. So. Oh, die ist auch direkt lauter und trifft nicht so gut. Sag komm. Komm, 34%. Ah, nice. Wirklich nice. Sehr nice, sehr nice. Na, na. Ja, und? Nein. Ach, du Sack, wenn sie anfangen rumzuzappeln, dann geht einfach nichts, Neido. Ah, okay, vier Kronen gucken. Wo ist eine andere? Ah. Pipes, Kate, der versteckt sich hinter der. In der scheiß Ampel. Boah. War das etwa schon alles? Ja, das war alles. Der Freedom Trail. Wo, wie und warum? Wir waren letztens an einem Haus. Da habe ich den Ding wieder gefunden. Also den Pfad. Das ist ein Pfad auf dem Boden. Der Weg zur Freiheit. Wenn ich hier drauf drücke, kriege ich ihn nirgendwo angezeigt, oder? Es ist kein Punkt, kein Questpunkt. Ich weiß, dass er an irgendeiner Kirche endet. Oder ich weiß nicht, wo der ist. Ist der jetzt hier irgendwo in der Nähe? Lass einfach mal kurz hier lang gehen. Man sieht ihn eigentlich auf dem Boden. Der fängt an so einem Park oder sowas. Aber ich habe keine Ahnung, wo dieser Park ist. Aber ich glaube, dass da...
Ist das da vorne sogar direkt das Ziel, die Kirche? Ne, halt! Das ist der Park hier, oder? Ne. Da ist auch eine Station. Eine Dingstation. An diesem Park, den wir jetzt hier gerade suchen. Eine, hier bist schon U-Bahn-Geschichte. Und man sieht den Pfad so rot auf dem Boden. Was geht denn da oben ab? Ja, Leighton Towers, da laufen immer wieder Feinde rum, naja. Was ist dieser Scheiß? Ich geh mal kurz darüber und guck hier. Also, gut, ich will jetzt ungern rumrennen, den suchen. Wo ist der hier oben her? Nee, der ist hier unten. Ich glaube, wir sind gar nicht so weit weg. Ich wollte mir eigentlich merken. Das sind nur Figuren. Komm, das gehört. Das sind wieder Raider. Endstation! Irgendwas verfolgt uns, ja, ja. Du hast richtig gehört, Kate. Irgendwas ist ja. Irgendwas geht hier schief. Scheiß leuchtende Pilze. Da hinten wird. Ist die Kate jetzt schon wieder in Gefahr? Die schießt um sich. Ah, Swan's Teich. Da habe ich auch eine ziemlich. Da habe ich dann eine ziemlich krasse Erinnerung eigentlich. Seht ihr das? Ich speichere mal kurz volle Pulle. Und dann gucken wir mal, ob wir Swan packen. Wir haben mal denkt dran, wir haben auf schwer gestellt. Also, es könnte jetzt echt. Hallo. Spawn. Oh, shit. Oh, shit, Swanny Boy. Hey, Swan, my boy. Off. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Keine Ahnung. Ja, hier kommt schon der dreckige Schwein. Es ist nur ein dreckiges Schwein. Obwohl ich hier im Moment glaube, ich gerade doch. Bam! Und eigentlich müssten wir es für solche Fälle auch immer wieder reinpacken, ne? Oh shit. Ihr wisst schon, Atombombenwerfer. Aber auf der anderen Seite sind wir halt auch echt harte Schweine. Hier ist one. Batsch. Es wirkt ja schon fast etwas. Ah, aua. Es wirkt doch nicht einfach. Es wirkt doch nicht einfach. Ah! Oh Gott! Wer schießt denn da jetzt noch aus 8 Kilometer Entfernung mit? Er macht da mit. Uäh. Hier ist one. Okay. Oh, ich hab den Molly in das Ding reingeworfen. Kate, steh mal auf. Oh shit, Kate. Kate, I think we're forked, dude. I think we're forked, Coit. Was ist da hinten los? Da ist ein Supermotor. Was haben wir denn da gleich? Ich wechsle jetzt nicht auf die Link. Ach kommt, wisst ihr was? Jet reingepumpt, Alter! Pop it up, bitch! Wow. Lächerliche 127 Kartoffelsalat-Dinger. So, was wollt ihr da hinten? Okay. Habe ich hier doch den Rapid Drop? Den Bullet Drop? Den Rapid Drop. Warte, nicht auf. Ohne Power. Ultra Power Faust. Packen wir uns auf jeden Fall mit ein. Schwanenboot Einzelteile. Hörst du das? Mhm. Warum haben wir jetzt hier Schwanenboot Einzelteile? Kann man damit so ein Schwanenbötchen reparieren, dann fahren oder was? Aber das wäre natürlich super geil, ne? Das wäre super geil. Neun verkotete. Ah! Das ist ein Fass. Red Axe. So. Einige Fässer sogar. Hier ist sogar ein Bett. Oh Gott, wer hat hier gepennt? Sicherlich jemand höchst verstrahlt das. Wahrscheinlich diese Gläubigen. Ihr wisst schon, diese komischen Leute. Krass, trotz Radex Ultra die Verstrahlung am Start. Was ist das hier für ein Klohaus? Ah, okay. Ah, dann kommen. Ah! Das hat also auch so eine Station. Wartet mal. Wenn ich die Station finde. Ich hätte schwören können, wir waren da schon mal. Ich bin mir nicht sicher. Eigentlich hat man die Mission. Nee, wisst ihr was? Die Mission haben wir, glaube ich, anderweitig bekommen. Ich glaube, wir haben die über dieses Holoband bekommen, das wir gefunden haben. Darum weiß ich auch überhaupt nicht, wo wir hin müssen, weil. Ja! Jawohl, wir haben ihn gefunden. Okay. Wir müssen leider an den Anfang wieder gehen, damit.
Ah, das ist doch der Anfang. Ja, nice. Okay, okay, okay. Passt auf, passt auf. 7. 7. Und A. Und A. Irgendein Code? Irgendein Kack? Muss man sich das aufschreiben? Oh Gott, ich weiß es gar nicht. Ich schreibe mir das auf. Ich glaube nicht, 7A. Aber ich schreibe mir es einfach auf. 7A. Ja, ja. So, 7A. Weiter geht's. Ja, nice. Das freut mich jetzt, dass wir das hier doch gefunden haben. Einfach mal Optimoppel hier an diesem Teich. Von der Kacknase. Ja, der geht manchmal einfach halt irgendwo lang. 4 und L. Definitiv ein Code. Okay, gut, 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 gut entdeckt, gut erkannt. So. Ja, manchmal geht's über die Straße oder halt irgendwie unter einem Schutthaufen durch und dann irgendwo anders hin. Man muss so ein bisschen die Augen offen halten, vor allem immer auf diese Platten gucken. 2 und A. 2A. Ja, das kann ich nicht lesen. Ich habe jetzt 2T geschrieben. So, 2A. Okay, läuft, läuft, läuft. Dann geht's weiter. Düdel, 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 düdel. Düdel, düdel. Shit, shit, shit. Shit, dude. Boah, wie er immer schnauft. Jetzt eine 6 und ein O. 6U. Gut, gut. Alles aufgeschrieben. Alles aufgeschrieben. Da ist das vom Friend Trial. Sind wir hier richtig? Oh, hi, Dagi. Oh, bye, Dagi. Ich sehe hier keinen weiteren Weg mehr. Ich hoffe, er geht da hinten direkt weiter. Ja, er geht da weiter. 3i. Da waren wir, glaube ich, schon mal. Genau an dieser Stelle. Ja, da habe ich dann gesagt, das war das, wo wir so krass angegriffen wurden. Da habe ich dann gesagt, alles klar, hier ist schon mal die Stelle, von da aus können wir dann irgendwie weitersuchen oder so. Und das haben wir dann doch nicht gemacht. Oh, shit. Nein, 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 chillt euch hin. So. Oh. Oh, shit. No, was geht hier ab? Was geht hier ab? Was? Oh Gott! Da hat jemand einen Raketenwerfer. Habt ihr das gehört? Oh Gott. Gut, der hat den selbst gezündet. Hat er schon gut gemacht. Okay, was soll der Scheiß? Nichts da, okay, was. Oh! Du. Da, B. Ja. Oh Gott! Ist da noch jemand da hinten? Ist das auch einer? Ja, das ist auch einer. Was ist denn der? Wo ist denn der Raketenwerfer hin jetzt? Ach komm, den müssen wir killen, der fist uns. Da hinten dran stand da, glaube ich. What the fuck, what the fuck, what the fuck? Direkt vor mir steht einer? Der steht schon, hä? Kate hat den überhaupt. Ey, hier sind so viele Feinde gerade. Okay, cool bleiben. So. Wow! Ja, etwas Wertvolles müssen sie doch dabei haben. Ja, hast schon recht, Kate. Aber wir müssen die jetzt echt natzen, sonst wird es für uns unangenehm. Nein, nein. Ey, Rust Devil. Alles klar. Was ist hier los? Wartet mal, wartet mal. Was ist hier auf einmal los? Wir nehmen jetzt Red Away. Warten kurz. I'm wide awake. Da, 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 bitteschön. Shit, shit. Okay. Vielleicht mal eine normale kleine. Oh! Ja, er ist mutiert, der eine. Hier, ja, noch eine Splittergranate für euch. Ist er immer noch da unten? Ja, bitteschön. Ich glaube, das sind die beiden, ne? Kämpfen die gerade gegen die. Ah, die kämpfen gegen die. Die Mutanten. Auch nicht schlecht. Guck mal, der Mutant schießt da runter. Da werde ich den erstmal nicht killen. Ja. Daneben geballert erstmal. So, der ist gleich down. Die sind irgendwie stabiler als die Mutanten. Diese Rust-Pisser. Hier ist nochmal der Nate für euch, komm, gönnt's euch. Na, Kate liegt, der aber auch. Und einer von euch beiden ist dieser. Ist dieser Knilch mit dem Raketenwerfer. Sage mal! Du gibst nicht auf, was? Wo habe ich denn die Flammendinger? Sind das die Flammenteile? Ah, da. Oh shit! Oh shit! Der hat mich so ultra low geschossen, der Kerl. Fuck.
Kate, kümmere, ich heb dich mal auf. So, bitteschön. Nee, nee. Hier wird nicht verreckt. Der erste, der einzige, der verreckt, bist du. Und zwar Red Nair. Oh, jetzt rennt er davon. Ja, der ist halt schon entwickelt, der Kerl. So. Oh, da ist auch noch eine Leiche hochgeflogen. Sehr schön. Ah, das ist Kate. Boah, die drückt schon rein. Die drückt schon echt rein. Nice und nice. Was hast du dabei? Ein Kreuzschlüssel. Ja, ist sehr wichtig, dass wir jetzt wieder so ein Ding dabei haben. Sowas haben wir doch schon. Hoppala. Fast das Zeug in den Zeitungsständer reingeräumt. Was ist denn hier los? Ah. Hätten wir hier vielleicht ein bisschen... Hätten wir hier minimalst abkürzen... Hä? Warum sind die hier unten jetzt tot? Hat die Katie alle gefistet? Sag mir, wenn du Hilfe bei dem Schloss brauchst. Passt schon, passt schon. Wundert mich gerade nur, das ist Schloss. Also das ist einfach total merkwürdig. Ah, hier können wir noch einen Roboter nutzen, der uns ein bisschen hilft. Sold. Shit. Das hier. Das wär's. Ja. Protect and Steuerung. Rechtsvollzug. Bitteschön. Und los geht's. Ich hoffe, er geht raus zu den Mutanten. Ich speichere nochmal locker und gehe dann auch ran. Wir müssen, glaube ich, eh über rechts gehen. Der Freedom Trail geht hier rechts lang, ne? Hier. Okay, kurz. 5R. 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 So. Tü-tü-tü. Schön Munition aus den verstückelten Leichen der Gold. Ja, wir können uns einfach dran vorbeisneaken hier. Oh, sicherlich nicht. Shit, wo geht denn... Ah. Vielleicht können wir doch dran vorbei. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ah, fuck. Oh, du bist doch nur ein normaler, oder? Ein böser, schlimmer, großer Kerl hier. Kommt da jetzt noch jemand? Fuck. Ich geh einfach weiter. Hier ist niemand. Nee, nee. Shit, shit, shit. Ich habe den Weg minimal aus den Augen. Ist es jetzt hier das Richtige? Ja, ne? Das ist. Wir sind ja richtig. So. Und ich glaube, mittlerweile sind wir schon. Komm schon. Außer Gefahr. Na? Tsching, tsching. Oh, fuck. Was ne? Ach, die. Habt ihr. Oh, habt ihr gerade dieses Riesenviech gehört? Irgendwas Großes. Nächstes. 8D. Ach du Kacke. Kurz Deckung suchen. Noch ein Hund. Oh. Ist nur ein normaler Supermutant. Alles klar, den haben wir im Griff. Komm her. Zeig mal. Oh shit. Das Auto brennt. Ja. Gleich jetzt hoch, gleich jetzt hoch, gleich jetzt hoch. Weg, weg, weg. War hier noch was zum. Das habe ich gelesen, ne? 8D. Ja, ja, 8D ist in Ordnung. So. Ja, da vorne ist er. Das ist The Chich. Von der ich gebrochen habe. 1R. 1R. Der Weg endet direkt bei der Kirche. Okay. Wir haben also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und ich glaube, es ist Railroad. Total merkwürdig. Total merkwürdig. Geh nochmal rein. Denn über die Railroad können wir dann unter anderem unsere, ich glaube, unsere leichte Rüstung irgendwie... Hast du kurz Zeit? Ich möchte dir was sagen. Ja, kurz. Natürlich. Du kannst mir alles sagen. Ich kann dir alles sagen? Eines Tages könnte ich darauf zurückkommen. Als Tommy mich zu dir geschickt hat, dachte ich, ich würde dich hassen. Nicht nur, weil du meinen Vertrag übernommen hast, sondern weil ich dachte, dass du mich herumkommandieren würdest, als wäre ich ein Dienstmädchen. Bisher hast du mich aber wie eine Freundin behandelt. Mann, du warst richtig nett zu mir. Ich möchte nicht undankbar sein. Aber deine Freundlichkeit macht mich nachdenklich. Hm. Wenn ich eins im Combat Zone gelernt habe, dann das. Niemand tut etwas, ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Tja, da hast du mich durchschaut. Vergleich mich nicht mit ihnen. Was erwarte ich wohl? Du vergleichst mich mit diesem Pöbel. Diese Verlierer, die dort alles verdrecken, kommst du gar nicht ran. Ich habe 3 Jahre im Combat Zone gelebt. Es hat nach Kotze und Pisse gestunken. Aber es war mein Zuhause. Ich konnte dort ein paar Kronkorken verdienen, hatte mein eigenes Bett.
und 3 warme Mahlzeiten am Tag. Dann kamen die Raider und haben dort alles an sich gerissen. Du kennst sie ja. Nicht gerade. Sanfte Typen. Mhm. Als sie da waren, musste man ständig aufpassen, nicht plötzlich zusammengeschlagen und ausgeraubt zu werden. Oder noch schlimmer. Ich hatte schnell verstanden, dass ich meine hart verdienten Kronkorken einsetzen musste. Freunde zu kaufen machte das Leben leichter. Deshalb warte ich wohl darauf, dass du mir deine Rechnung stellst. Verstehst du? Tja, nackt. Mach dich nicht lächerlich. Warum hast du solche Angst? Du schuldest mir nichts. Du schuldest mir gar nichts. Mir fällt es sehr schwer, dir das zu glauben. Ich sag dir mal was. Gib mir etwas Zeit, dann überlege ich mir eine Gegenleistung. Ich bin kein reiches Mädchen, aber wir werden uns bestimmt einig. Wozu sind Freunde sonst da? Kate, da hast du vollkommen recht. Okay, also. Krass, wir sind direkt total am Rad drin. Oh, Coit. Coit, for Coit. I think you need to do this, Coit. I'm scared and alone. Coit, na. Kate, die Frage ist ja, warum du jetzt nicht mitgeschossen hast, ja? Sowas machen Freunde eigentlich ja schon, wenn so ein Ghoul auf dich zurennt. Ne? Zusammenschießen, nicht einzeln oder gar nicht. Was sind das? Schaltknöpfe. Schöne Schöpfkelle. Hm, leicht verlesen, okay. Der hat doch Geräusche gemacht, oder? Oder war das ein anderer? Ah, unter mir. Die ist hier dunkel. Oh, man kann direkt in den Turm. Wo waren jetzt nochmal die Bunkets? Ach ja, da hinten war irgendwo der Eingang. Ich erinnere mich. Unter diesem eingefallenen Kotbatzen. Ja, da. So, ihr kleinen verkackten Gula, da kommt doch her, oder was? Habt ihr ein Problem mit mir? Habt ihr ein Problem mit meiner Wenigkeit? Hallo? Buh. Eben habe ich sie noch umkeulen gehört. Ah, hier mal. That's a hardcore ghoul, dude! Okay. Chill deine Backen, mein Freund. Chill deine Backen. Da kenne ich einfach gar nichts, ja? Jet, bumm, Schakalaka. Vielleicht ein bisschen schneller. Ein bisschen schneller. Okay, Jet war völlig überflüssig. Des Akrobaten. Vielleicht kriegen wir direkt noch einen dran. Ah, huh? Oh, Jet. Power, Jet. Power. Backe. Stand da was? Kann man das irgendwie lesen? Nee, okay. Ach, was mache ich denn? Steck ich die Waffe weg. In my dorm. Kamera, sehr gut. Hey, die Musik läuft im Hintergrund und dann ist chillig, oh yeah. Oh Gott, leck mich am Ärmel, du kleine Fischgeborene. Ich hab mich ultra erschreckt. Er hat no fucking Geräusch gemacht. Alter, no fucking noise. Oh show. Muss ich das jetzt selbst euch stellen da oder was? Ach, super ist das, super Leute. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao, ciao.